Muss ich danach lang? Was? Muss ich danach lang? Wie? Und aus der Höhle raus. Halt nur die Frage, wo geht's aus der Höhle raus? Hey Babys. Babys. Klappstuhl. Renn doch, du faule Sau. Los. Wie die dir alle nachgesprungen kommen. Ne? Ja. Das wird halt wirklich nicht alt. Das ist einfach der Klassiker. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich erinnere mich noch an diese Nippel, die aus dem Boden gucken. Was für Nippel? Diese Nippel hier. Ach so. Die sind aber. Die sehen aus wie Cassie ihre. Deswegen wollte Cassie nicht mit. Jetzt wissen wir's. Mythos. Mann, ey. Cassie ist schon so eine. Wenn ich jetzt kacke, kriegt ihr das auf den Kopf? Ich glaube, entweder schleift es an jemanden vorbei oder. Ja, oder es klebt halt. Stimmt, Melvin? Mhm. Oh, fuck. Ey! Ich hab eigentlich wirklich drauf gewartet, dass er in die Richtung rennt. Das war mein Nacken. Ja, wir kommen hier glaube ich auch wieder raus. Was war das, Tyrox? Ey. Tyrox, du hast den Kletterhaken, oder? Nee, er kann doch dort rüber springen. Stimmt. Geht, ja. Oh, oh. Ja. Was los? Nix. Seid jetzt ernsthaft auf diese Ablage? Episch! Oh, geil! Aber Melvin, wir dürfen Tyrox nicht erzählen, dass da oben noch was auf ihn wartet.
Ja, das müssen wir geheim halten. Eine Fleck in der Ecke. Dieser eine. Wenn man einfach nur gleich drauf leuchtet. Ja, was ist dann? Dann sieht man ein Alk. Egal in welcher dunklen Ecke er sich auch versteckt, es ist immer Alk. Das ist. Warte, wo sind wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ach, gut. Warum habe ich einen Pinsel in der Hand? Was, ein Penis? Ein Pinsel! Ich habe jetzt auch Penis verstanden. Was? Warum? Melvin, weißt du, das... Oh, Melvin, du Arsch, musst du immer zu mir gucken. Ja, tut mir leid, wenn da so jemand in der Ecke gesehen. Hockt. Oh, ist das nicht für ein Teil, das ein bisschen veröppeln? Dafür werfe ich deine Bombe in dein Haus, Melvin. So, hast du jetzt davon. Ich bekomme... Dein Haus ist ja schon nicht mehr von Bäumen geschützt, weil dort keine mehr wachsen. Ich habe auch kein Dach. Warum wohl? Ich war zu faul. Ja. Oh, wenigstens ist es draußen hell. Wir haben Tyrox gerettet. Oh lol. Ja, jetzt schuldet er uns 50 Millionen. Ey, er ist braun gebrannt worden. Also rot gebrannt. Wir haben einiges abbekommen in der Höhle. Also. Das ist mir draußen zu hell, ich bleib in der Höhle. Lauch. Hä? Ich wollte halt einfach nur die Machete ausrüsten und... Hä? Oh. Ja, wie denn jetzt? Hä? Nee. Ey. Jetzt gehen wir jetzt rein oder raus. Ich hatte 2 Meter Abstand davon. Nee. Ja, ich war schon mal auf mich. Ich hatte so einen 2 Meter Abstand davon. Herr Eik, bist du jetzt schon wieder? Nee. Hey! Boah, ich mach mir gleich die Hose, ey, Hilfe! Oh, das geht einfach nicht mehr mit euch. Warum? Oh, ich renn oben lang, da unten rennt was Nacksches. Ja, den Strand entlang. Über das, den ist Sch- was, das, das ist Cassie. Was, das ist Cassie? Dann teil doch schnell, fangen sie dir! Dann kannst du sie Fergie anmalen. Vor allem. Hey, Schnobbert. Melvin? Ja. Guck mal, wo Tyrox ist. Hallo. Hallo. Was war denn das hier hinten für eine Höhle, die hier auf der Erhöhung ist? Da, wo der Dude hinrennt, das war doch auch irgendwie eine wichtige Höhle. Ich weiß nicht, war da die... Nee, da war nicht die Kettensäge. War das nicht eigentlich die, der normale Eingang zum Katana? Weil das hier rein geht zur feuchten Höhle. Höhöhö, er hat feucht gesagt. Ich hab jetzt nicht gelacht. Nö, aber die anderen, die Folge gucken. Da wird sicherlich jemand in den Kommentaren schreiben. Also. Lauchi. Ja. Vor allem, man braucht sich nicht verstecken, man sieht ja die Häuser. Oh Gott, das war eine Aktion. Ey, 3 Folgen lang Tyrox retten, weil Cassie den runtergeschossen hat. Also echt. Cassie, was machst du?
Und dann haut die einfach ab. Ist so. Wisst ihr, die könnte sich jetzt ruhig mal bedenklich, dankbar zeigen, indem sie den Tyrox so richtig schön in den Arsch massiert. Eine Po-Massage, so mit der Faust und ein bisschen Gleitcreme. Also Tyrox, ne? Ja. Die Kirche ist jetzt schon fast fertig. Die Kirche ist schon gebaut. Ja, vor allem, ich muss mir die Rezepte holen. Ah, ich hab die auch nicht. Hä? Doch, die haben wir doch mal mit dem Tyrox zusammengeholt. Das waren aber nur zwei. Aber nee, warte mal, war das... Doch, das war hier. Ich hab nur den Turm und den Hängegleiter. Ach so, stimmt. Welche aber noch nicht. Ja, ich brauch alle halt wieder. Das ist das Problem. Aber ist ja kein Ding, das kann ich mir mal einen Tag alleine holen hier oder in der nächsten Aufnahme oder so mal schauen. Wie unsere Base einfach so leer aussieht ohne Bäume. Echt, danke Cassie. Wirft als Dynamit. Und dann hat die hier nicht mal Essen im Haus, das kann die Ware sein. Nee, also... Naja, solange mein Baum noch steht mit den ganzen Töpfen dran. Ja. Oh lol, Karl. Ja, mein Bett ist fertig. Jo. Nice. Was, jetzt erst? Ja. Warum? Ich hatte kein Hasenfell. Vor allem, ich habe oben schon eine Hasenzucht. Auf dem Dach. Boah. Ja. Da sind immerhin schon 4 Hasis drin. Oh nee. Nee. Was ist denn jetzt? Wo sind die? Na, stimmt, ja. Was? Ich hatte mal hier Eingeborene auf dem Lagerfeuer. Die sind despawned. Tyrox, ich hab dich sowas von gesehen. Du siehst mich nicht. Warte. Jetzt siehst du mich nicht. Hä? Tyrox, bist du geleftet? Nein. Hä? Siehst du mich wirklich? Also, Tyrox, bist du hin? Ich werf jetzt einfach mal so Dynamit aus Spaß. Was? Warte, ich will... Wo bist du? Nein, geh weg! Egal. Ich hab so ein komisches Fieber. Oh. Du bist durch die Tür gegangen. Moin, Ike. Du bist durch die Tür gegangen. Also... Ike? Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Du Arsch! Also manchmal, ne? Also... Warte, ich kann es wieder auffangen. Vor allem in meinem Haus geschehen einfach die meisten Explosionen. Das ist richtig sad. Nein! Schön. Wer hat meinen Baum in die Luft gejagt? Welchen? Den? Den mit den 5-6 Töpfen dran. Ich nicht. Das war ich halt auch nicht. Warum ist Cassies Haus so weit? Und warum so fehlen so viele Bäume? Weil Dynamit geschmissen wurde. Das ist scheiße, dass mein Boden hier weg ist.
Ja, aber ich kann mich nicht ich erinnere, dass ich genau hier in der Nähe Dynamit explodiert ist. Ich weiß es halt auch nicht. Ich meine, ich habe halt nur bei Melvin. Ja, es ist nicht so wild. Also, es gibt ja noch mehr Bäume mit Töpfen, aber das Problem ist. Ist halt schon scheiße, weil ich die Töpfe ja nur einzeln schleppen kann und das. Ja, naja, egal. Das Problem ist, dass der Außenposten am Haus ist auch kaputt. Es sind viele Bäume hier drin mit Außenposten kaputt. Ja. Das ist. LOL! Das sehe ich ja jetzt erst. An dem war auch mein Außen, mein Posten, damit ich hier aufs Dach springen kann, falls ich mich wieder ausschließe. Wo war der? An diesem Baum dran. Da konnte ich nämlich von dem Baum darüber springen. Gut, dass du dich nicht ausgeschlossen hast. Ja, zum Glück. Naja, ist ja jetzt egal. Es ist nur ein Spiel und Cassie muss dafür leiden. Ja. Ich weiß nicht. Gut, dass wir das beschlossen haben. Ja. Einfach bloß so ein stumpfes, ja. Wo baue ich dieses Lager hier hin? Fisch. 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 Oh, Tyros ist müde. Ja, wirklich. Warum? Du hast doch nichts gemacht, außer in einem tiefen Loch festzusitzen. Die Zeit vergeht schneller da. Ah, okay. Glaub mir, Ike. Da fühlen sich Tage wie Jahre an. Und Jahre. Wie. Sprech dich aus. Tyros, fühle für sie. Egal. Ja, sprech dich aus. Und Jahre. Jahrtausende. Ach so, und warum hast du doch keine grauen Haare? Da komme ich wieder mit dem Rauschbart so. Ja, das frage ich mich jetzt, warum hast du noch keinen grauen Bart? Du warst erst du warst nur 5 Minuten weg. Ich hab mich zurückgelassen. Innerhalb von 5 Minuten so einen kompletten Bart, richtigen Bart. So richtig verrückt. Ja. Haare so, weiß ich nicht, hängen bis zum Boden. Kreuz in der Hand. Aber ja. Es verwundert mich aber wirklich, dass man hier nicht älter wird. Das finde ich schade. Vor allem, wenn man hier locker mal so 100, 150 Tage verbringt. Ja, ich muss jetzt eh auf. Ja, ich auch. Oh, ja. Ich will, ehrlich gesagt, ich möchte ins Bett. Gut, ich werde jetzt hier auch meine Folge beenden. Speichern. Speichern. So.